Ich bin Chris und ich bin YouTuber. Lange habe ich mir die Frage gestellt, was machst du, wenn du 1000 Abonnenten hast? So, es ist soweit. Ich habe es ja bereits angekündigt. Es geht nochmal zu einem YouTuber-Treffen, nachdem ich letzte Woche auf dem Tubers Club-Treffen in Köln war. Geht es heute zu einer Veranstaltung, die direkt von YouTube organisiert ist. Das Ganze nennt sich Happy Hour, ist in Köln, findet in einem Kinosaal statt und es gibt Schrottwichteln. Ja, ich habe hier auch schon mal was vorbereitet. Ne? Und mit etwas Glück wird sogar mein Video, mein 1000 Abonnenten-Special heute auf großer Leinwand gezeigt. Also ich weiß es nicht. Man konnte im Vorfeld Videos einreichen und eine gewisse Auswahl wird dann auf der Leinwand vor Publikum dann wirklich gezeigt. Und das wäre unglaublich cool. Ich bin gespannt. Und jetzt muss ich gleich die Bahn nehmen und dann geht's nach Köln und ihr seid mit dabei. Ja, ich weiß nicht, was uns da erwartet. Ich bin das erste Mal dabei. Ich habe gerade schon jemanden getroffen, der jetzt auch gerade schon mit hier am Start ist. Du kannst mal ganz kurz sagen, wer du bist und was du machst. Mein Name ist Daniel. Mein Kanal heißt Daniel Schulz und ich mache Technikvideos, Reviews, Unboxings, 16 Maßigkeiten mit sehr viel Aufwand, teste Produkte, stellst du so vor. Sehr cool. Ich packe euch den Kanal unten in die Videobeschreibung. Ne? Also mal auschecken, wenn ihr irgendwie Technik oder sowas sehen wollt. Und dann schauen wir mal, was uns da jetzt Tolles erwartet. Hast mein Geschenk so legendär geil verbuggt. Alter, wie unglaublich hässlich ist das denn bitte? Soll ich dir mal mein Geschenk zeigen? Pass auf. Mach mal so. Haben wir mir jetzt ein bisschen Mühe gegeben. Das ist ein schönes Geschenk. Eine Linsensuppe kann das nicht sein, oder? Doch, die ist gepresst. Du filmst gerade. Ich filme gerade, genau. Das ist übrigens hier, man kennt ihn. Ich bin auf jeden Fall größer als du, also man du, kennt oder? Ihn ein bisschen, ich weiß, wir hatten ihn in dem Video drin. Ne? Aber das ist der Neil Leister. Sag doch mal, was wer du bist, was du machst. Ob du Single bist, ob du männlich oder weiblich bist. Ich bin männlich, Single und ich mache ganz viel. Ganz viel, genau. Alles Kanal packe ich euch hier unten rein und wir sind, habe ich ja gerade schon gesagt, in der Happy Hour. Beschenken. Wir mal. Eine Happy Hour ist, wo wir alle YouTube-begeisterten Leute zusammenkriegen in dem Raum Köln und Umgebung. Applaus für euch, ja. Unsere heutige Welt ist schnelllebig und chaotisch, geprägt von Fortschritt, Technologie und Kommunikation. Gut, klappt wieder sehr gut und wunderbar. Ja, geil. Scheiße! 1000. Was für eine Zahl. Wenn man 1000 Menschen übereinander stapeln würde, würde man nicht nur annähernd zum Mond kommen. Ich bin Chris und ich bin YouTuber. Lange habe ich mir die Frage gestellt, was machst du, wenn du 1000 Abonnenten hast? Mir war klar, ich wollte nichts Übertriebenes machen. Ja, scheiß doch einer die Wand an, am besten um eine Drohne, die überall Bonn fliegt. Aber die Macher des Videos ist so nervig, ich musste nach 5 Sekunden ausschalten. Vielen Dank für 1000 Abonnenten. Haut rein, euer Chris. Ja, das war die tolle Veranstaltung und ich fühle mich auch noch ein bisschen geehrt, weil ihr habt es vielleicht gesehen, mein Video wurde gezeigt, das 1000 Abonnenten Special. Deshalb auch an der Stelle nochmal vielen Dank, dass das überhaupt möglich war. Das war für mich auf jeden Fall so einer der kurzen Momente, seit ich YouTube mache. Einfach mal ein Video wirklich vor Publikum zu zeigen und direkt Reaktionen mitzubekommen, das ist schon eine coole Sache, weil auf YouTube, ne, kriegt man halt nicht häufig wirklich mit, was wie ihr reagiert und was ihr dann über die Videos denkt, außer, möchtest du auch mit ins Video? Ich wollte gerade mal was sagen. Habt ihr ja, dieses Abonnenten-Special gesehen? Das war ja so scheiße. Ja. Das eine Video, das war... Der hat das gemacht, ey. Was voll der Otto, ohne Scheiß. Ich glaube, das war dieser Neil Lifestyle. Ich glaube, der hat das, glaube ich. Ne? Nee, war auf jeden Fall. War sehr schön. Bitte? Die sind ja perfekt, um sich selbst auszuprobieren. Ja, das ist übrigens der Kollege. Komm mal kurz hierher. Der macht nämlich was ganz Abgefahrenes auf YouTube. Der hat quasi die Formel entdeckt, um Erfolg bei Frauen zu haben. Nein, Quatsch, du machst was mit Excel, ne? Ja, hi. Ich mache Excel Tutorials. Und das zieht gut, macht Spaß und gibt ein super Feedback. Okay, und
Und dein Kanal heißt wie? Athos. Einfach nach Excel gucken. Ja, ich pack's auf jeden Fall natürlich unten in die Videobeschreibung. Ein Abo da lassen. So ist das. Ja, auf jeden Fall. Abo da lassen, liken, kommentieren. Wenn meine Familie nicht guckt, guck ich auch mal auf deinen Kanal. Genau, ja, ja, ja. Heimlich, heimlich, ne? Wenn die Frau schon im Bett ist. Ich habe über 4 Millionen. Wie? Über 4. 4 Millionen, ihr hört's. Der Mann hat es drauf. Wir haben jetzt noch ein paar Leute hier kennengelernt beim YouTuber-Treffen. Und ich würde jetzt einfach mal die Kamera weiterreichen. Dann können sich die zwei Herren, die hier sitzen, einfach mal selber vorstellen und erzählen, was sie so machen auf YouTube. Und ihr könnt dann die Kanäle auschecken und euch einfach mal durchklicken. So, hallo Leute, ich bin Sidezone. Und was soll ich sagen? Auf meinem YouTube-Channel gibt es jetzt Pranks-Videos, Musikvideos, Vlogs. Ich mache jeden Scheiße, einfach jeden Scheiße. Hi, DJ Style Gangster hier. Ich mache im Prinzip Animationen, die Synchronsprechen zu Texten, aber ohne Musik. Teilweise auf Türkisch, Englisch, Deutsch. Muss ja gucken, aber wie gesagt, meistens auf Türkisch. Schaut einfach mal vorbei. Und er macht irgendwas mit den Schlümpfen, ne? Das finde ich super cool. Genau, hauptsächlich mit den Schlümpfen, ja. So. Freund. So, jetzt sind wir auch befriendet. Und man glaubt gar nicht, wenn man die alles trifft. Also ich habe gerade tatsächlich mal einen getroffen, der sich auch mit der Thematik Flirten auf YouTube beschäftigt. Das ist der nette junge Mann. Und da steht es auch. Pachuco. Ich verlinke euch das unten. Und du erzählst einfach, was du so machst auf YouTube. Ja, ich bin Pachuco. Ich komme aus Holland. Und ich bin Pilot. Ein Pilot für KLM. Das ist eine tolle Maschine. Kann ich empfehlen. Das ist aber irgendwie ganz so. Das habe ich gerade noch nicht gehört. Ja, nein, ich kann auch ganz normal reden zum Beispiel. Aber ein Pilot kommt immer gut an, weil ein Pilot verdient viel Geld und das mögen manche Frauen, einen holländischen Pilot, aber meist nur die Ü30. Ansonsten, ja, ich flirte sehr gerne. Zum Beispiel mit dir da draußen, sofern du eine Frau bist. Ich habe nur männliche Zuschauer, was ist das Problem? Köln halt, ne? Dann theoretisch mit eurer Freundin, sofern ich noch nicht weiß, dass sie vergeben ist, aber sonst, ja. So, wir haben inzwischen gemerkt, dass hier dieses Treffen, das YouTuber-Treffen sehr, sehr, sehr männerlastig ist, aber es gibt wenige Frauen hier und eine Frau davon, das ist nämlich die hübsche Dame, einfach Emmy. Und was machst du auf YouTube? Oh, ich wurde das heute schon zweimal gefragt. Ja, jedes Mal muss ich sagen, ich kann das gar nicht spezifizieren. Ich mache alles außer Beauty und Fashion. Das mache ich nicht. Und kleine Pranks und so? Das mache ich auch. Okay. Das ist stimmt. Das ist doch eine ganz schöne Menge. Nee, ich mache alles, was mich so bewegt und interessiert. Also ich mache viele Wiki-Vlogs in letzter Zeit, weil ich zum Meer nicht komme. Aber sonst mache ich auch so Themen, die so ein bisschen zum Nachdenken anregen. Du hast ein sehr cooles Video gemacht, wo du Obdachlosen Essen gebracht hast. Das fand ich sehr cool. Also. Ja, Leute, klickt euch da rein. Link hier unten in der Videobeschreibung. Und checkt den Kanal hier von der netten jungen Dame aus. Und hier liken, Abo dalassen. Macht alles. Und ihr bleibt dran, denn Chris, so, bei dieser Veranstaltung sind übrigens auch Leute, die witzigerweise noch gar nicht die 1000 Abonnenten erreicht haben, obwohl das ja doch ab 1000 ist. Aber der Mann, ja, man sieht es ja, deshalb Werbung und Abo dalassen. Und der Mann macht nämlich so coole Videos, dass er auch schon mit nur knapp 300 Abonnenten hier sein kann. Und ich reiche mal weiter. Yes, hello, ich bin Tobias, ich mache diesen Kanal Acme Adventure. Und ich bin durch Afrika gefahren, ein halbes Jahr mit meinem eigenen Auto als Overlander und habe so eine Art Cinematic mit Doku-Style bzw. Vlogs einfach mal gemacht. So. Wir sind durch einen Sandsturm gegangen und was weiß ich noch alles. Also für jeden war es dabei. Ne? Ich gebe einfach zurück ins Studio. Ah, komm mal, hallo! Hallo! Bei uns am Tisch sitzt jetzt einer der ganz Großen, einer der auch Organisatoren hier von diesem Treffen. Und ja, der Mann, der hat es wirklich schon eigentlich erreicht auf YouTube. Ne? Also kann man schon so sagen. Hat der gerade gesagt, hier sitzt einer der Großen. What the fuck? Ja, oder? Auf YouTube ist ganz wichtig, da geht es gar nicht um die Zahlen, da geht es um den guten Content, okay? So, nie als YouTuber, alle, die das jetzt angucken, nicht worryen, was für eine Nummer da steht, okay? Die Zahl an Subscribern. Who cares? Wenn euch das Video gefällt, dann macht einen Daumen hoch oder dann schreibt einen Kommentar. Aber du hast eine große Reichweite, das ist halt auch nicht unwichtig. Ne? Man möchte ja mit seinen Videos, finde ich, Leute erreichen, ne? Weil einfach nur Videos für sich zu machen oder für die Familie, dann muss man nicht YouTube machen. Ich weiß nicht, weil manchmal gucke ich meine Videos an und denke, ach, oh, das war so ein geiles Erlebnis. Ich mache sehr viele Vlogs aus Afrika. Ja. Ich komme aus Afrika, bin in Afrika geboren. Und dann, wenn ich da irgendwas erlebt habe und das vlogge und danach nach einem halben Jahr wieder angucke, denke ich, ach, oh, weißt du, selbst wenn das keiner angeguckt hätte, super geile Erlebnis, was ich da auf zusammengefummelt habe. Ja,
Leute das Video gesehen, mit dem wo ich das Feuer gemacht habe. Ja. So, das war einfach geil. Wenn ich das 100 Leute gesehen hätten oder 10.000 oder 100.000, ne, scheißegal. Ich bin halt auch so ein Riesenfan von Vlogs. Also ich mache auch super gerne Vlogs. Ich war in London eine Zeit, habe wirklich jeden Tag da ein Video dann gemacht. Mhm. Es ist super viel Aufwand, macht mir aber extrem viel Spaß. So, das Problem ist, es kommt auf YouTube, zumindest bei mir, super schlecht. Nicht nur bei dir, im Generellen kommt es, Vlogs kommen sehr aber es schade, weil ich finde, man lernt so viel durch Vlogs. Auch in meinen Vlogs selber versuche ich immer noch am Ende so eine kleine Message zu geben, was habe ich heute gelernt. Und man lernt ja jeden Tag was in diesem Leben, oder? Ja, hoffentlich. Sollte so sein, oder? Sollte so sein. Im besten Falle. So, dein Kanal noch hier, ne? Also da, und ich pack's euch ja unten auch in die Videobeschreibung rein. Genau. Dreh mal um, dreh mal um. Und da könnt ihr gratis mein Album runterladen. Ich bin halt afrikanischer Musiker. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt scannen kann. Mach einfach unten rein. Und dann, so geht's, so geht's. Ja, das wird schwierig, das wird schwierig. Genau, ich pack's unten rein und klick da mal rein. Und sehr cool, dass du das hier veranstaltest. Ach, sehr, sehr gerne. Wir als YouTuber müssen halt zusammenarbeiten, damit wir sicher machen, wo YouTube hingeht, also the future of YouTube, dass das nicht, dass wir das nicht kaputt machen, sondern damit wir eher was aufbauen, wo wir als junge Generation sagen, weißt du was, wir wollen nicht noch einen Online-RTL-Sender haben, sondern wir wollen unser eigenes Ding machen. So, deswegen, kann ich noch ganz kurz was sagen? Ja klar, gerne. Da draußen, alle Leute, die wirklich YouTube lieben, wenn ihr das wirklich liebt und unterstützen wollt, dass es auch weitergeht, wenn ihr ein gutes Video seht, drückt einen Daumen hoch und schreibt in die Kommentare, danke für dieses schöne Video, weil da gibt es so viel Scheiße da draußen. Und wenn wir die angucken und nichts sagen, dann kommt noch mehr und mehr und mehr so ein Scheiß. Okay? Ich sage einfach mal weise Scheiße. Weise Worte. Ja, also mit Flugwörtern drin, aber egal. So. Sehr cool, ich danke dir. Ne? So, mein Lieber, das war das tolle YouTuber-Treffen. Das war echt cool. Sehr interessant auf jeden Fall. Das war coole Leute getroffen. Ja, war auf jeden Fall spannend. Hat Spaß. Vorsicht, Auto, du willst ja nicht überfahren werden. Joch, ja, ein Problem weniger auf der Welt. Ne? muss mal gucken, warte mal hier. Ah, ich muss immer schauen, ob der auch aufnimmt, weil ich mache ganz oft Vlogs und merke dann so nach 5 Minuten, dass er nicht aufnimmt. Wird das McFit? Das ist McFit, glaube ich. Ich glaube, das ist schwierig, da durchzugehen. Und ja, genau, das war das Treffen. Wir haben viele coole Leute kennengelernt, habt ihr ja gesehen in dem Video. Also ist sehr, sehr YouTuber-lastig, aber bestimmt auch ganz interessant. Ja, ist halt das Blöde, ne? Also man geht halt zu einem YouTuber-Treffen und denkt halt so, ja komm, man redet nicht über YouTube. Aber dann am Ende springen überall diese komischen Vögel rum. Und ja, ich hoffe auch, ne, für euch war es spannend. Und wir zwei machen uns jetzt noch einen schönen romantischen Abend hier. In Köln-Ehrenfeld, ja, sehr sympathische Ecke. Und ich glaube, so langsam sieht man noch nichts mehr. Linsensuppe oder so. Ja, aber nochmal abschließend, ich fand es super cool, dass mal ein Video gezeigt wurde. Das war echt, das war so gut. Und war einfach echt cool, mal die wirklich. Leute waren auch echt begeistert. Ja, genau, ich habe noch sehr viel positives Feedback echt bekommen. Viele Leute an, die so, hey, bist du nicht 1000 Abonnenten? Genau, ja, boah, ich fand das voll cool und gut gemacht und so. Ich ein Autogramm von dir. Ja, komm, sowas nicht. Ich habe ein einziges Autogramm, aber nee, sie wollte eigentlich nur meinen Namen wissen. Du hast es sogar verschrieben, oder? Ja, ich habe deinen Namen da eingetragen. Ah, nice. Ja, in diesem Sinne, genau, dann, ach ja, das ist auch das letzte Video jetzt vor Weihnachten. Ich wünsche euch schon mal frohe Weihnachten. Macht es gut, genießt die Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschö. Ich habe das geilste Wichtelgeschenk auf der Welt. Er hat auf jeden Fall, das war richtig gut eingepackt. Na, ich habe richtig gelegen. Es ist ein Spiel. Yeah, Phase 10. Guck mal, das kann man gebrauchen, oder? Kann man das auch als Trinkspiel spielen?